Als Unternehmer steht man immer wieder vor logistischen Herausforderungen. Schließlich soll die Versandware abgesichert und professionell verpackt mit allen notwendigen Papieren pünktlich ans Ziel kommen. Es gibt allerdings Dinge, die sind nicht ganz einfach zu versenden, zum Beispiel eine zerbrechliche Vase oder ein sperriges Mountainbike. Wie verpackt man Versandgut sicher und was ist beim Zoll zu beachten? Ein Profi in all diesen Fragen ist das Unternehmen Mailboxes etc., das sich seit seiner Gründung 1980 in San Diego mit der Versandlogistik beschäftigt. Der Erfolg des Dienstleisters basiert auf dem Franchise-Konzept, wie Ute Petrenko, Network Development Director, weiß. Unser Dienstleistungsmix ist einzigartig. Wir haben also keinen direkten Mitbewerb und daher ist es für die Franchise-Partner eine gute Möglichkeit, mit dieser Kombination aus Versandlogistik und Grafik und Druck für die Kunden Mehrwerte zu schaffen. Sie finden Lösungen, die einzigartig sind, die andere Unternehmen so gar nicht schaffen können, weil es diese Kombination nicht gibt und weil der Unternehmer bei uns vor Ort mit dem Kunden auf Augenhöhe hier eben die richtigen Lösungen findet. An 2500 Standorten in fast 50 Ländern betreut Mailboxes etc. Businesskunden und Privatleute. Die Center werden von Franchise-Nehmern geführt, die sich um den direkten Kundenkontakt sowie die Organisation der Aufträge kümmern. Für Timo Klaren, Country Manager Mailboxes etc. Deutschland GmbH, ein entscheidender Punkt. Als international agierendes Dienstleistungsunternehmen ist es unsere Aufgabe, immer sehr nah am Kunden zu sein. Wer kann näher am Kunden sein als der lokale Unternehmer, der die Bedürfnisse seines Unternehmens oder der seiner Kunden genau kennt? Das würde man als globales Unternehmen so nicht in der Form hinkriegen. Vor dem Hintergrund haben wir uns für Franchise entschieden. Der Arbeitsalltag der Franchise-Nehmer ist so abwechslungsreich wie das Versandgut selbst. Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen bietet Mailboxes etc. Outsourcing-Lösungen rund um Versandlogistik, Grafik und Druck. Der Kunde kann sich so auf sein Kerngeschäft konzentrieren und alles Weitere den Versandexperten überlassen. Von der Abholung der Ware, dem Verpacken, der Erstellung internationaler Versandpapiere und dem Tracking. Marco Melem ist erfolgreicher Franchise-Nehmer bei Mailboxes etc. und Inhaber von 2 Centern in Bonn und Koblenz. Zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der sein Olivenöl aus Kreta bei uns lagert, die Bestellungen per Online in Kreta entgegennimmt, uns die Bestellung weiterschickt. Wir verpacken die Materialien, Olivenöl, Honig, Wein und versenden das wirklich direkt zeitnah am gleichen Tag an die Endkunden in Deutschland. Die Wahl der richtigen Verpackung, des passenden Versandweges und Tarifes für eine schnelle Lieferung liegt in den Händen des Franchise-Nehmers. Eine große Verantwortung, schließlich steht man auch für den guten Ruf des Auftraggebers. Deshalb ist es für die Franchise-Zentrale wichtig, dass Interessenten vorab einen umfassenden Einblick in das Unternehmen bekommen. Bevor die Franchise-Partner sich für uns entscheiden, haben sie vielfältige Möglichkeiten, sich überhaupt erstmal genau über uns zu informieren und über unser Geschäftskonzept sich zu informieren. Sie führen Gespräche mit uns, wir führen Präsentationen durch. Sie besuchen Franchise-Partner, um von den anderen Unternehmern vor Ort zu erfahren, wie das Konzept funktioniert. Wir haben ein sehr ausführliches Businessplanmodell, wo wir den Businessplan durchsprechen können. Es erfolgt Unterstützung im Bereich der Finanzierung, wenn das gewünscht ist. Und dann, erst wenn alle Informationen beim Franchise-Partner sind, ist auch der Entschluss da und werden auch vertragliche Sachen besprochen. Mailboxes etc. bietet auch Quereinsteigern eine gute Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren. Vorerfahrung in den Bereichen Verpackung, Logistik, Grafik und Druck sind nicht zwingend erforderlich, da die Zentrale allen neuen Franchise-Nehmern zunächst mehrwöchige Schulungen und eine umfassende Ausbildung anbietet. Es gibt allerdings auch Eigenschaften, die Interessenten unbedingt mitbringen sollten. Wir suchen Franchise-Partner, die kontaktfreudig sind, die Unternehmergeist haben, die gerne Services ihren Kunden anbieten und Beziehungen zu den Kunden aufbauen. Denn wir haben Geschäftskunden, die mit unseren Unternehmern dann auf Augenhöhe Lösungen finden im Bereich Versand und Logistik. Und wer das gerne macht, wer dafür eine Leidenschaft hat und eine Leidenschaft für Menschen, der ist bei uns richtig. Es gibt unterschiedliche Franchise-Modelle. Je nachdem, für welches sich der angehende Franchise-Nehmer entscheidet, liegt die Erstinvestition für ein schlüsselfertiges Center zwischen 40.000 bis 70.000 Euro, die über Eigenkapital und auch Finanzierungen realisiert werden können. Besonders am Anfang bringt die Führung des eigenen Unternehmens viele Herausforderungen mit sich.
Am Anfang kommt auf die Franchise-Partner natürlich eine ganze Menge zu. Wir haben ein vielfältiges Serviceangebot. Alle diese Bereiche, Versand, Logistik, Grafik und Druck, da muss man sich operativ reinarbeiten. Wir haben eine IT-Plattform, die natürlich die Basis schafft, um das alles auch zu bearbeiten. Man hat ein Team, manch einer hatte schon Personalführung, manch einer noch nicht. Man führt also Personen und beginnt dann natürlich mit der Kundenakquise, die Kunden zu gewinnen und zu beraten. Auch da kommen die Franchise-Partner rein, aber sobald sich dann auch die Erfolge einstellen, kommt es an einen Fluss, dann kommen die Aufträge, dann lernt man mit allem umzugehen und wird das Konzept erfolgreich entwickeln. Die frisch gebackenen Franchise-Nehmer sind selbst für ihren Erfolg verantwortlich, doch sie erhalten auch jederzeit Unterstützung von der Zentrale in Berlin. Wir erhalten in der Beziehung Unterstützung, dass MBE Supporter hat, das heißt, sie besuchen uns regelmäßig und wir können eigentlich bei jedem Problem das Headquarter kontaktieren und es gibt auch verschiedene Meetings und Veranstaltungen, wo wir uns untereinander austauschen und der Support ist eigentlich in der heutigen Zeit zwecks mit Telefon, Videokonferenz eigentlich immer gegeben. Das gemeinsame Know-how der Franchise-Nehmer wird bei Mailboxes etc. regelmäßig in nationalen und weltweiten Netzwerkkonferenzen, Trainings, Webinaren, jährlichen Kick-Off-Meetings und weiteren Veranstaltungen ausgetauscht. Von der Erfahrung des Einzelnen profitiert so das gesamte Team. Wir unterstützen uns in dem Fall, dass wir uns regelmäßig austauschen, weil wir immer wieder als einzelner Franchise-Partner die Probleme haben oder Probleme lösen sollen für Unternehmen. Zum Beispiel einen komplizierten Bilderversand nach Russland, nach China und dann hat man wirklich Kollegen, die halt spezialisiert auf solche Geschichten sind, zum Beispiel Kunstwerke, wo man dann wirklich den Franchise-Partner anruft und ihn fragt, hör mal, was brauchen wir für Zollpapiere, wie können wir die Verpackungsmöglichkeiten lösen, weil wir verpacken ja auch ziemlich alles für die Kunden. Bei einem so großen, international agierenden Unternehmen mit bald 200 Centern im deutschsprachigen Raum spielt die Wahl des passenden Standorts eines neuen Centers eine entscheidende Rolle. Wichtig dabei sind unter anderem eine moderate Miete und geringe Fixkosten. Wir gucken uns gemeinsam mit den Franchise-Partnern an, wo das Potenzial vorhanden ist. Das heißt, eine ausreichende Anzahl von Geschäftskunden in der näheren Umgebung ist, für die unsere Services dann in der nächsten Zeit in Frage kommt. Wir schauen darauf, dass die Infrastruktur gut ist, dass eine gute Anbindung dort vorhanden ist. Es sollte ein ebenerdiges Ladenlokal sein, damit diese Services rund um Versandlogistik und Grafik und Druck auch allen zur Verfügung stehen können. Je nach Centerstandort und Kundenumfeld sind die Nachfragen nach Dienstleistungen sehr unterschiedlich. So hat jeder Franchise-Nehmer bei Mailboxes etc. Freiheiten, sich einzubringen. Bei MBE hat man eigentlich sehr, sehr viele eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn man kommt, das Equipment, das Center vorgeschrieben, klar eingerichtet, das macht man alles in der Abstimmung her. Aber mit welchem Kurierdienst zum Beispiel ich stark arbeite, mit welchem Druckdienstleister ich arbeite oder die Verkaufspreise zum Beispiel oder auch die Personalauswahl, liegt eigentlich alles in meinem Ermessen. Das heißt, man ist wirklich ein eigenständiger Unternehmer unter einer starken Dachmarke. In Zukunft möchte Mailboxes etc. den Bereich Grafik und Druck ausbauen. Aufgrund der starken Expansion sind weitere Zukunftsziele in Richtung Unternehmenswachstum vorhanden. Aktuell sind wir in ca. 50 Ländern vertreten. Wie wir alle wissen, gibt es mehr als 50 Länder auf dieser Welt und unser Ziel ist es selbstverständlich, einen weltweiten Service abdecken zu können. Für Mailboxes etc. ist kein Weg zu weit und kein Versand zu schwierig. Das Unternehmen mit den Wurzeln in den USA und Hauptsitz in Mailand ist als Logistikexperte weltweit tätig und bietet zusammen mit seinen Franchise-Nehmern jedem Kunden die passende Lösung.